zu einer tatsächlichen Berichtigung. Und nach Henrike Brandstätter von der NEOS gibt es jetzt noch eine Wortmeldung, eine tatsächliche Berichtigung von Martin Graf von der FPÖ. Möchte im Sinne der Fakten den Herrn Abgeordneten Bürstmeier tatsächlich berichtigt. Er hat nämlich behauptet, dass die Regierungsparteien gemeinsam mit dem Abgeordneten Muchisch einen Initiativantrag zum Schutz der Krankenanstalten und des Gesundheitspersonals eingebracht haben. Ich berichtige tatsächlich, dies, was eingebracht wurde, ist kein Initiativantrag, sollte er als Rechtsanwalt an sich wissen, sondern ein Entschließungsantrag ist eine Aufforderung an den Minister, die offensichtlich deswegen notwendig geworden ist, weil der Herr Bundesminister für Inneres seiner Arbeit nicht nachkommt. Insofern ist das fast ein Misstrauensantrag gegenüber dem Herrn Bundesminister für Inneres, wenn eine Regierungspartei oder Herr Abgeordneter, ich darf bitten, im Sinne der Geschäftsordnung auch dabei zu bleiben, eine wirkliche, tatsächliche Berichtigung auch einzubringen. Bitte, Herr Abgeordneter. Ja, ich berichtige tatsächlich, es ist kein Initiativantrag, so wie er behauptet hat, sondern ein Entschließungsantrag, der eine andere Qualität hat.